Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen neuen Limited Edition Test für euch. Und zwar ist die Sommer Limited Edition von Reval de Loup, also einer der Eigenmarken von Rossmann, in die Filialen eingezogen. Falls es bei euch noch nicht der Fall ist, kommt das auf jeden Fall noch. Es ist ja mal immer ein bisschen früher bei dem einen oder anderen, ein bisschen später bei dem einen oder anderen. Ja, meine Theke war schon seit über 2 Wochen leer im Limited Edition Aufstellerbereich und ich habe gedacht, ja, da wird ja wohl demnächst irgendwas kommen. Und so ist es jetzt auch. Ich habe die Coral Summer Limited Edition gekauft. Ich habe so ein paar Vergleichsprodukte auch hier, um mal so ein bisschen zu schauen, ob man jetzt das eine oder andere aus der LE wirklich braucht. Das ist natürlich sowieso immer total subjektiv. Brauchen tut man tatsächlich ja die wenigsten Dinge, aber ob man das vielleicht gerne möchte. Und ich habe dann noch so ein paar Sachen rausgekramt aus alten Limited Editions, um den Look zu vervollständigen, denn in meinem Aussteller war nicht alles vorhanden. Ich habe die Produkte aber schon online gefunden und ich habe das Ganze jetzt einfach so ergänzt, dass wir tatsächlich aber irgendwie alle Produkte aus der LE trotzdem hier haben, weil es sie in alten Limited Editions schon so ähnlich gab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Testvideo. Ich freue mich, heute einen sommerlichen Look auf mein Gesicht zu zaubern. Hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und ja, wir starten mit der Base. Ich habe noch gar keinen Primer drauf. Ich nutze jetzt einfach mal den hier. Hypoallergenic Bell. Das ist dieser grüne. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Und der funktioniert mit sehr vielen Produkten auch sehr gut, die ich im Alltag benutze. Ich habe aktuell sehr viel in Anwendung. Und ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen lieben Worte. Falls ihr mein Video zu dem neuen Maniko Topcoat gesehen haben solltet. Falls nicht, schaut gerne rein. Das ist so ein kleines Quick-Tipp-Video von einem Produkt, was ich echt total gerne mag. Und ihr habt so viele liebe Komplimente dagelassen zu meiner neuen Haarfarbe und zu meinen Haaren generell. Ich habe sie in dem Video nämlich offen getragen und habe auch wieder viele Fragen bekommen, warum ich das nicht öfters mache. Das habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber natürlich bekommt das nicht immer jeder mit. Und zwar würde ich meine Haare auch gerne mehr offen tragen, auch weil ich sie auch gerade wachsen lasse und so. Allerdings kann ich das in den meisten Fällen, also 95% aller Zeit, vielleicht eher 98% aller Zeit nicht, wegen meiner chronischen, unter anderem Kopfschmerzen. Also ja, trotzdem danke für eure lieben Worte. Es war schön, das zu lesen. Und jetzt ist der Primer einmal drauf. Und in der Limited Edition gibt es eine Skin Tone Adapting, Hautton anpassende Foundation. Wie Hautton anpassend kann natürlich etwas beworben werden, was eine bestimmte Farbe hat, ist natürlich hier die Frage. Ich habe das nicht gekauft. Ich habe nämlich hier noch aus der Limited Edition vom letzten Jahr Celebrate the Day hieß die, falls ihr euch daran erinnert. Die kam auch so zum Sommer-Herbst-Übergang, wenn ich mich recht erinnere, raus. So im August, September muss das gewesen sein. Der Serum Skin Tint mit Lichtschutzfaktor 30. Wenn sowas da drauf steht, bitte tragt immer noch einen extra Lichtschutzfaktor. Ich benutze immer Lichtschutzfaktor 50+, jeden Tag. Das ist super wichtig. Und genau, das ist dieses Produkt hier. Das ist ein bisschen dunkel für mich, aber das kriegen wir noch hin. Deswegen kleiner Reminder, falls ihr das noch zu Hause habt, könnt ihr das ja mal wieder rauskramen. Gebt es jetzt einfach mal so über. Ich finde, das hat so einen ganz angenehmen, frischen Duft. Es riecht auch so ein bisschen nach Sonnenpflege. So dieser typische Sonnenpflegeduft, wie man das kennt. Meine Sonnenpflege riecht ja nicht so wie dieses typische, was man kennt. Aber auch ganz frisch. Das finde ich, das erinnert einen einfach an Sommer. Ich habe auf jeden Fall ja auch schon ein bisschen Sonne abbekommen. Jetzt gerade ist auch der Sommer so ein bisschen zurückgekehrt. Ich freue mich voll für alle Kinder, die jetzt halt auch Sommerferien haben. Ab heute sind bei uns Sommerferien. Und das ist ja immer je nach Bundesland auch unterschiedlich. Und die haben auf jeden Fall jetzt richtig Glück mit dem Wetter. Direkt in ihrer ersten Ferienwoche sehr warmes Wetter, sehr viel Sonne, aber auch natürlich Wärmegewitter. Trotzdem ist natürlich ein schöner Start in die Ferien. So, ich finde, das sieht jetzt schon mal richtig hübsch aus. Schön frisch, aber das kann ich wirklich nur, es ist halt so eine ganz leichte Deckkraft, wie ich das liebe. Eigentlich so den Effekt, den ich sonst auch immer erziele mit meinem Concealer, den ich über das Gesicht ausblende. Ist auch ganz, ganz leicht. Ich liebe das. Also es ist wirklich so serummäßig. Und ja, so ein paar Imperfektionen schauen durch. Aber ich mag das total gerne. Ich kann meine Sommersprossen alle noch sehen.
Ich kann vor allem die, ich habe einfach hier oben so eine Familie mit Sommersprossen direkt an meinem Haaransatz. Sieht witzig aus. Immer wenn ich jetzt Bronzer drauf mache, sieht das aus, als wenn er sich da so abschält oder so fleckig geworden ist, weil die in so einer Viereckform einfach da aufgetaucht sind. Ja, auf jeden Fall mag ich das Ergebnis. Nächster Schritt sind Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind frisch gefärbt, genau wie meine Haare. Ich habe da echt gemerkt, dass ich im Sommer eher die ein bisschen dunkleren Haare bevorzuge und im Herbst, Winter eher die ein bisschen hellere. Normalerweise machen alle Leute, die ich kenne, das immer genau andersrum. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt so gerade richtig wohl. Und ja, frisch gefärbte Augenbrauen, da benutze ich nur mein Gel. Ich bevorzuge sowieso den Look meiner Augenbrauen echt am liebsten so, dass sie möglichst immer schon viel Eigenfarbe haben und ich dann einfach nur Gel benutze. Vielleicht so minimal, sonst noch hier vorne ein bisschen auffülle. Aber ich lasse es heute so. Und das ist das Augenbrauengel von Nabla, das Lift and Fix Brow Gel. Das mag ich aktuell super gerne, weil ich nämlich meins von Eveline fast aufgebraucht habe. Und ich wollte so ein bisschen nach Alternative schauen, vielleicht, was mir sonst noch so gefällt. Und Nabla mag ich ja eh total gerne. Könnt ihr auch bei Pirsch kaufen. Ihr wisst, mit dem Rabattcode könnt ihr mich immer unterstützen und natürlich selber auch sparen. Wenn ihr darauf Lust habt, freue ich mich immer sehr, da unterstützt zu werden. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch mit dem Gesicht direkt weiter. Ich würde einmal kurz ein bisschen Bronzer auftragen. Da benutze ich aktuell immer noch den hier ganz gerne. Diesen aus der Joker Limited Edition von Catrice. Und den gebe ich dann so ein bisschen an meiner Stirn auf. Ein bisschen hier. Ein bisschen hier. Hier. Und dann machen wir weiter mit einem Produkt jetzt aus der Coral Summer Limited Edition. Das ist der Blusher. Der kommt in dieser Box, wie wir das auch aus dem Standardsortiment kennen. Und zum Beispiel bei Reval Loves Me ist jetzt ja ein komplett neues Sortiment eingezogen. Ich werde dazu einen Livestream machen. Ich habe nämlich ein paar Produkte schon hier. Also ziemlich viele Produkte, um euch die einfach mal zu zeigen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Nicht nur, um diesen Livestream nicht zu verpassen, der in ein paar Tagen online kommt. Ich denke mal, ich werde das wahrscheinlich morgen machen, also am 25. Juni. Ihr könnt auch das kleine Glöckchen an meinem Kanal aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Aber ich habe auch Shorts vorbereitet zu all diesen Produkten im Close-Up mit Swatches und so. Also die kommen dann jetzt auch online. Und hier haben wir jetzt diesen Blush hier. Es ist wirklich schon dunkel. Es hat goldenen Schimmer. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es vielleicht zu dunkel sein könnte. Wir schauen einfach mal. Ich versuche erstmal das vorsichtig aufzubauen, bevor ich zu viel habe. Es sieht schon auch sehr korallig aus. Es ist jetzt nicht Peach. Aber es ist auch nicht pink. Auf meiner Haut sieht vieles aber schnell pink aus. Und das ist immer so ein bisschen problematisch. Oh, das ist aber hübsch. Das Gold ist schon präsent. Also man muss es mögen. Es ist halt kein matter Blush. Ich bin mittlerweile, früher ging ja nichts ohne Schimmerblushes bei mir. Mittlerweile trage ich eigentlich mehr matte Blusher. Und benutze dann nochmal gerne Highlighter. Aber sehr schön. Sehr, 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 sehr hübsch. Ich finde, das alleine lässt mich jetzt einfach schon so frisch aussehen. Ist aber auf jeden Fall eigentlich ein bisschen zu dunkel. Das Gold ist halt sehr, sehr präsent. Sehr, sehr präsent. Also definitiv ein Blush-Lighter. Es ist bei mir nur nicht wirklich strahlend so. Also wenn halt so richtig Licht drauf fällt, dann sehe ich es. Aber ansonsten sehe ich, wenn ich von vorne gucke, sieht es halt so schon sehr gülden auf meinen Wangen aus. Aber ich verblende es jetzt noch ein bisschen mit dem Schwämmchen. Vielleicht geht es ein bisschen besser dann. Nicht optimal für meinen Hautton. Also ich bin im Bereich fair. Und ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ihr ein bisschen dunkler seid als ich oder wenn ihr diesen Look wirklich sehr liebt, sodass es so richtig schön golden ist, dass es dann schön ist. Ich muss aber sagen, ich finde es trotzdem hübsch, obwohl es eigentlich zu dunkel für mich ist. Mit dem Gold, also der Grundton nicht, aber mit dem Gold. Mir ist es aber auch schon bei dieser neuen Limited Edition von Reval Loves Me aufgefallen, die ich euch gezeigt habe, diese Beach Limited Edition aus diesem Jahr. Da habe ich ja diese Bronzer Pearls ausprobiert und ich fand die so schön, als so bronzy Blush. Und an sich auch zu dunkel für mich, aber mir hat der Effekt gefallen. Und ich glaube, es geht so ähnlich in diese Kategorie. Dann machen wir weiter. Erstmal was auf meine Lippen zu geben. Da bin ich ganz gespannt. Es gibt nämlich auch das Lip Oil. Da stand jetzt so nichts drauf. Also es ist kein Plumping-Effekt oder sowas.
erwähnt. Hier steht nur, das Revadilub Lippenöl sorgt für sommerlich getönte Lippen, getönt, vollen Glanz mit angenehmem Tragegefühl. Es hinterlässt die Lippen samtig weich für den ultimativen Juicy Look. Immer und überall. Also immer und überall. Mal schauen. Oh, das kommt ein bisschen schwer aus der Verpackung. Oh, das hat so einen richtig großen Applikator. So einen ganz großen, super flauschigen Applikator. Ich liebe solche Lippenöle. Oh. Das ist parfümiert. Als Hinweis. Es riecht süß. Süß, fruchtig. Schon künstlich, aber nicht so übertrieben wie andere Sachen, die ich schon ausprobiert habe. Also nicht wie so diese Bubblegum-Sachen von Essence oder so. Fühlt sich angenehm an. Ich merke das so ein bisschen im Rachen, so in Zunge, Rachen. Wenn man so das Gefühl hat, man hat irgendwie den Geschmack so hier. Hat man so ganz, ganz leicht. Fühlt sich sehr angenehm auf den Lippen an, aber ich habe das Gefühl, es zieht auch sehr schnell weg. Also es hat nicht die Textur, die längerfristig auch auf den Lippen bleibt, sondern eher so immer und überall zum kurzen Auffrischen, würde ich sagen, ist das ein Produkt. Und tönt es die Lippen? Also das ist, würde ich sagen, meine normale Lippenfarbe, wenn ich Lippenöl drüber gebe. Ich sehe da jetzt keine Extratönung oder sowas. Es sieht ja so orange-rot aus, das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Jetzt machen wir nochmal weiter mit dem Gesicht. Ich habe nämlich hier aus der LE den Summer Highlighter Cream gekauft. Ich habe aber ja zugeschickt bekommen von Rossmann mit den Produkten, die ich euch alle zeigen möchte aus dem neuen Reva Loves Me Sortiment, dieses Produkt hier. Und es wird auch noch ein Testvideo zum Reva Loves Me Sortiment geben. Ich denke sogar vielleicht zwei, ja. Und ich würde mal gucken, wie der Unterschied jetzt hier ist. Also wir haben beide diese Creme... Ja, eher Liquid-Applikator, die mit dem kleinen Schwämmchen kommen. Und ich wollte gerne mal schauen, wie die Farben sich vielleicht unterscheiden. Also das ist der aus der Limited Edition. Und das hier ist die Farbe 01 Celestial aus dem Standardsortiment von Reva Loves Me. Ah, okay. Ich denke, ihr könnt einen guten Unterschied sehen. Also der ist sehr viel mehr, von Reva Loves Me, sehr viel mehr peachy. Und der hier ist mehr strahlender ins Champagner-Peach-Farbene gehend. Also beides auf jeden Fall wärmere Töne, aber dennoch unterschiedlich. Ich dachte, wir schauen uns das einfach mal an. Das könnte wahrscheinlich interessant sein. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ich gebe das einfach mal direkt so auf. Mache ich eigentlich eher seltener, aber schauen einfach mal. Gebe das dann mit meinen Fingern auf. Ja, bisschen zu dunkel für mich, aber ja, von vorne sehe ich das da so. Ich glaube, ihr könnt es in der Kamera auch sehen. Man so die Farbe so extrem sieht und nicht so die Leuchtkraft. Also es ist nicht so wirklich Highlighter-mäßig, außer wenn die Lampen halt total drauf fallen. Drei Lampen habe ich jetzt gerade vor mir. Deswegen, wenn ich das jetzt hier mal aufgebe, auf meiner Nase, seht ihr das wahrscheinlich relativ präsent, weil das Licht ja auch von vorne kommt. Ich gebe es jetzt trotzdem mal auf. Aber ich denke, das werde ich weitergeben an eine Freundin von mir, die... drei Nuancen auf jeden Fall dunkler ist als ich. Und ich glaube, sie wird sich sehr darüber freuen. Sie ist ja so meine Summer Goddess. Und ich glaube, das passt perfekt zu ihr. Ich gehe dann jetzt nochmal mit dem Blushpinsel so ein bisschen drüber. Das nochmal so ein bisschen miteinander zu verbinden. Die unterschiedlichen Goldtöne auf meiner Haut jetzt auch. Und werde das Ganze nochmal einblenden. Ich sehe aber auch ganz kleine, feine Glitzerpartikel im Highlighter. Sind mir jetzt im Swatchen gar nicht so aufgefallen, aber ich sehe es vor allem auch auf meiner Nase, dass da so ganz feiner Glitzer mit drin ist. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen, denke ich. Ja, und damit haben wir jetzt diese Base-Produkte auch fertig. Und dann gibt es noch ein Sponge in der Limited Edition, also so ein Make-up-Sponge. Und es gibt noch ein Fixing and Blurring Spray. Fand ich super interessant, gab es bei mir aber im Aufsteller nicht.
Da musste ich aber an dieses Produkt denken, was ich sehr, sehr gerne mag von Reval de Loup, das Glow Spray aus der Follow the Sun Limited Edition. Die muss es auch letztes Jahr irgendwann gegeben haben. Und das ist für mich etwas, was sehr stark erinnert an ein ähnliches Produkt von Ofra. Und ich mag das hier genauso gerne. Genau, und das gebe ich einmal auf. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob dieses hier wirklich diesen Effekt macht, wie das, was jetzt dabei ist. Aber wenn das nicht gerade super brennt, was ich ja auch schon hatte mit einem Spray, was so ähnlich war wie dieses hier, was danach kam, da haben die irgendwie die Formulierung aber ganz anders gehabt. Es hat super gebrannt und dieses hier ist einfach auch so schön. Ich finde es halt nämlich auch mega weichzeichnend. Total hübsch. Hinterlässt so ein Strahlen, ohne zu glitzern. Und man hat einfach so ein schönes, frisches Leuchten im Gesicht. Also ich liebe das und ich hoffe, dass jetzt in der neuen Limited Edition das angelehnt an dieses hier ist. Ich kann es, wie gesagt, für euch jetzt nicht beurteilen, aber nur, dass wir mal so ein ähnliches Produkt jetzt benutzt haben. Und jetzt würde ich noch mit den Augen weitermachen. Dort gibt es die Allrounder-Palette. Die sieht so aus. Ich finde das Packaging ungünstig, weil ich einfach persönlich es nicht so gerne mag, wenn es keine Fännchentrennungen gibt. Dass sie diese außergewöhnliche Form haben, ist für mich in Ordnung. Wenn eine Palette funktioniert, nutze ich das dann auch. Viele sind da ja auch schon sehr empfindlich mit, dass sie das nicht mögen. Das ist auch okay. Jeder ist da ganz anders mit. Und wenn einen sowas total stört oder so, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Mich würde es jetzt nicht aufhalten, die Palette zu nutzen. Mich stört es tatsächlich aber eher, wenn Fännchen nicht getrennt sind. Man kann das natürlich jetzt als Blush-Topper benutzen, als Highlighter oder eben als Lidschatten. Und ich möchte heute gerne ein bisschen in diese Bronzy-Richtung gehen und das Gold in meinen Innenwinkel vielleicht setzen für so einen Bronzy-Summer-Look, schnell und einfach. Es sind alles Schimmertöne. Also man könnte natürlich sagen, das hier ist ein schimmernder Bronzer, Blush-Topper oder ein rötlicher Bronzer-Topper, Blush-Topper, Highlighter, noch ein Highlighter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte ja auch mal in den hellsten Ton hier gehen und einfach jetzt nochmal über den Highlighter nochmal Highlighter aufgeben. Ja. Und den kann ich jetzt auch gut sehen in meinem Gesicht. Also der passt auf jeden Fall gut genug. Das gefällt mir. Ein sehr schöner, kühler Ton. Jetzt passt das auch wieder so mit dem Leuchten hier ein bisschen in meinem Gesicht. Und auf meinen Augen nutze ich jetzt das Fännchen hier. Und in meinen Innenwinkel setze ich jetzt nochmal das Gold. Ja, da kommt nicht so viel rum. Also mit einem Pinsel so auf dem Gesicht, wenn das Pigment eher loser auf und aufgenommen und abgegeben wird, funktioniert es ganz gut. Aber wenn man es sehr, sehr deckend haben möchte, also jetzt wirklich so lidschattenmäßig, ist es ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt Versuch Nummer 2 und ich habe einen Glitter Primer in Kombination jetzt hier. Ja, das funktioniert definitiv besser. Haut mich aber nicht um. Also der helle Highlighter ist unfassbar schön auf meinem Gesicht. Aber das jetzt hier, das ist das Ergebnis mit Glitter Primer. Also ich benutze gerne einen Glitter Primer, aber ich mag es nicht, wenn es bei jedem Lidschatten ein Muss ist. Also ich würde es jetzt eher als Face-Palette für mich einordnen, weil ich das Gefühl habe, dass es damit einfach besser funktioniert. Jetzt mache ich mal eben Mascara und dann sehen wir es gleich wieder. Das ist jetzt mein fertiger Look und es ist auf jeden Fall zart und sommerlich und so. Aber wie gesagt, so Lidschatten, Zweckentfremdung oder es ist eine Allrounder-Palette, es ist nicht mal Zweckentfremdung. Dafür finde ich es einfach nicht so gut geeignet. Und mit brauner Mascara, die ich jetzt auch drauf habe, von Essence übrigens, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich werde jetzt aber noch mal mein Augen-Make-up ein bisschen pimpen und dann werde ich noch ein Video drehen. Ich hoffe, dass dieses Video ja informativ und hilfreich für euch war. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, darf dann etwas von diesen Produkten bei euch einziehen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!